Wir machen heute wiederholende Übungen zu quadratischen Gleichungen und Funktionen. Und da wir ja später auch mal wissen wollen, wozu ist denn dieser ganze Blödsinn nötig, machen wir mal Folgendes. Wir sagen mal, wir fangen mal an mit der ganz einfachen quadratischen Funktion f von x ist x². Hier steht nichts dahinter, das heißt, der y-Achsenabschnitt, der wird wohl 0 sein. Ne? Das ist die eine Geschichte. Aber die andere Geschichte ist, Moment, ich muss noch y und x ranschreiben. Die andere Geschichte ist, so malt man ja im Allgemeinen keine quadratischen Funktionen, sondern man sagt, wo ist denn der Scheitelpunkt? Wenn ich jetzt dieses Ding hier in eine Scheitelpunktsform überführen wollte, naja, dann wäre das ein bisschen übertrieben. Hier wissen wir, das Ding beginnt im Koordinatenursprung. 1 mal 1 ist 1, minus 1 mal minus 1 ist auch plus 1, 2 mal 2 ist 4, also jetzt von der 2 aus 1, 2, 3, 4 nach oben, von der 3 dann 9 nach oben, auf der anderen Seite symmetrisch genauso und und. Wir können also jetzt erstmal oder mit Hilfe einer Kurvenschablone unseren Graphen skizzieren. Wozu ist das Ganze nötig? Ich mache mal gleich noch was dazu. Und zwar in grün f von x sei minus x² plus 5. Plus 5, das sagt uns, aha, in diesem Fall ist es ganz einfach, 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Da ist in diesem Fall der entsprechende Punkt. Und jetzt gehen wir von hier aus entsprechend nach unten, weil hier steht ein Minus. Hier haben wir das erste. Jetzt gehen wir 2 nach links. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Hier den nächsten Punkt, beziehungsweise hier und so weiter und so fort. Oh, das war nicht schön. So ungefähr sähe der Graph dann für die grüne Funktion aus. So, was bedeuten aber diese Punkte hier? Dieser bzw. dieser. Bei der grünen handelt es sich um ein sogenanntes Maximum. Und hier bei der blauen Funktion ist es ein Minimum. Das heißt, der y-Wert ist das kleinste, was er annehmen kann. Minimum. Hier haben wir ein Maximum, hier ein Minimum. Was kann man damit anfangen? So, wir haben jetzt gerade was durchdiskutiert. In Biologie oder in sonst was für Fachgebieten der Naturwissenschaften gibt es solche Sachen. Nehmen wir mal was ganz Einfaches. Ich habe 100 Meter Zaun und ich möchte daraus eine denkbar schöne Fläche bauen. Also 100 Meter ist der Umfang meines Zaunes und ich möchte eine rechteckige Fläche basteln. Dann könnte ich sagen, das wäre 1 Meter, hier hätte ich 49 Meter. 1 Meter, 49 sind 50, hier auf der anderen Seite nochmal, habe ich meine 100 Meter Zaun verbraten. Jetzt wissen wir aber, die Fläche des Rechtecks ist hier 49 mal 1 ist 49 Meter mal Meter Quadratmeter. Wenn ich das so mache und sage, ich nehme hier 25 Meter und auf den anderen beiden Seiten genauso, dann habe ich 25 mal 25, dann wäre diese Fläche hier 625 Quadratmeter. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Lösung, die noch günstiger ist, also noch optimaler ist? Jetzt kam noch die Idee, und was ist, wenn wir die 100 Meter als Kreisumfang nehmen und so weiter und so fort. Und da braucht man, weil, guckt mal, Quadratmeter, bei Flächenberechnungen zum Beispiel macht es sich sehr gut, da braucht man solche Minima oder Maxima. Ich kann also mit dem Minimum an Aufwand etwas erreichen, ich kann auch mit dem Maximum an Aufwand etwas erreichen. Das ist praktisch der Hintergrund und lassen wir es jetzt an der Stelle mit der einfachen Funktion erstmal gut sein. So, ich mache mal kurz Pause und skizziere noch was. Gut, jetzt machen wir mal weiter. Ich habe hier mal x² dran gemalt, also f von x ist x², das wäre der schwarze Graph. Und jetzt habe ich hier einen blauen hingemalt. Wie müsste die heißen? F von x ist gleich, und offensichtlich muss was vor dem x² stehen, denn ich lasse hier mal Platz. Auf den Rest verzichte ich im Moment. Jetzt erstmal hier, was müsste hier davor stehen? Etwas größer oder kleiner als 1? Ohne dass wir jetzt hier genaue Punkte haben, die Antwort war schon gleich richtig, da muss was kleiner als 1 sein. Also in diesem Fall zum Beispiel mal ein halb. Ohne dass man es genau ausbaldowern kann. Gucken wir mal. Wenn ich 1 nach rechts gehe, scheint es ein halbes nach oben zu gehen. Also 1 mal 1 ist 1, aber ich muss das alles mal ein halb nehmen. Das Ergebnis könnte gehen. Ich gehe 2 nach rechts und 2 mal 2 ist zwar 4, aber mal ein halb ist dann 2. Ne? Könnte hinkommen. So könnte die zum Beispiel aussehen. Dementsprechend, jetzt mache ich gleich den roten Pfeil. Und jetzt mal sehen, ob wir das rauskriegen. Ganz, ganz, ganz eng angeschmiegt scheint dieser Graph zu laufen. Aber wenn ich auf diesen Bereich mal eine Lupe lege, hier, dann
sieht der Graph in diesem Fall so aus. Unten macht er wieder so. Das wäre also mein Lupenbild hier. Da sieht der Graph wieder ganz normal aus und ich sehe da auch wieder meine X und also Y und X-Achse und so weiter und so fort. Wie müsste dieser Faktor sein? In diesem Fall schätzen wir es mal ganz grob ab. Ist gleich, weiß ich noch nicht, mal x Quadrat. Wie schlimm, wie groß, wie klein oder was? Richtig, wir haben jetzt etwas geschätzt, vielleicht 1000 oder weiß der Kuckuck was, auf jeden Fall größer als 10. Warum? Wenn ich einen nach rechts gehe, müsste ich 1 mal 1 ist 1 mal 10 hier irgendwo bei der 10 schon landen, dann wäre der Graph weiter geöffnet. Also sagen wir mal einfach aus Spaß 1000 vielleicht. Ne? Das kann man aber bei dieser Genauigkeit überhaupt nicht abschätzen. Aber hier unten, ja, was müssten dann hier unten für Werte entstehen? Hier, was wären diese x-Werte oder links davon negativ? Was könnten die dann sein, wenn das unten trotzdem aussieht wie eine Normalparabel? Genau, hier unten könnte das dermaßen aussehen, dass wenn ich hier scheinbar, wenn ich mir diesen Punkt 1, 1 angucke, ne, diesen hier, den finde ich ja hier vom Aussehen auch, aber der Wert stimmt nicht. Dann müsste das hier vielleicht ein Tausendstel sein, Gesundheit. Denn ich setze ein Tausendstel mal ein Tausendstel, könnte das sein? Ist ein Millionstel mal 1000? Ist wieder 1000, na wie nun? Ist wieder ein Tausendstel. Dann müsste dieser Wert sein, auch ein Tausendstel, ne? Ja, das ist das Verrückte. Aber wir wollen uns jetzt mit dem Mikroskopischen noch gar nicht weiter beschäftigen. Eine Frage jetzt, was oder wie kann ich es erreichen, egal ob ich das jetzt stauche oder strecke, dass das Ding nach unten geöffnet ist, müsste gleich klar sein, einfach bloß ein Minus davor, ne? Ist die Sache durch. So, jetzt haben wir uns die ganze Zeit damit beschäftigt, und zwar den tiefsten Punkt in diesem Fall der Parabel, haben wir den Scheitelpunkt, haben wir genau bei 0, 0 liegen. Wie kommen wir jetzt weiter? Das werden wir im nächsten Video behandeln, damit die Videos nicht so lang werden. Also das bis dahin und wir werden dann im nächsten, geht es darum, Scheitelpunkt zu verschieben. Da mache ich dann den Verweis.